Mutter, Heidi, Edi, Brigitte, Melis, Yüksel, Burcu, Sevtap, Edith, Emma, Joyce, Christiane, Seraphin, Elke, Jutta, Christine, Carla, Charlotte, Anna, Dagmar, Judith, Inge, Martina, Ulrike, Annabelle, Jule, Valentina, Anna, Clara, Theresa, Talia, Verena, Jarina, Sandra, Pauline, Marlies, Marianne, Ida, Sarah, Linda, Johanna, Irene, Torild, Rakel, Elke, Dunja, Ronja, Lieselotte, Theresa. Also meine Eltern waren beide berufstätig und dann kamen die von Mittag nach Hause. Mein Vater ging hoch im Garten Kräuter sammeln. Meine Mutter hat noch im Mantel hektisch gekocht, demonstrativ hektisch gekocht. Und er kam dann nach einer halben Stunde wieder und hatte dann erzählt, dass ein Vogel auf seiner Hand gefesselt war. Und meine Mutter ist explodiert, weil er nichts gemacht hat, sondern mit den Vögeln gesprochen hat. Und bei uns gab es immer an Gründonnerstag, am Donnerstag vor Ostern, Maultaschen mit Kartoffelsalat. Maultaschen in der Brühe. Es gab da Kartoffelsalat in den Teller, wenn die Brühe aufgegessen war. Das ist also genial. Das schmeckt auch meistens. Das sieht auch ganz toll aus und ist eigentlich einfacher. Ja, und besonders Essen, dass sie eigentlich so unter der Woche nicht kocht, so wie zum Beispiel Lasagne mit irgendwie einer bestimmten Füllung oder so. Ja.
Es war immer eine gewisse Distanz zwischen Kind und Elternteil. Also ich glaube, dass ich als Frau viel selbstbestimmter bin als meine Mutter und meine Großmutter. Obwohl in der DDR das ja so war, dass die Frauen schon auch selber arbeiten mussten und selbstbestimmt waren. Aber ich gut ausgegangen, wie ich meine erste Tage gekriegt habe. Ich habe es nämlich überhaupt nicht gemerkt. Und da bin ich von meiner Mutter, ich war auch nicht aufgeklärt, darauf aufmerksam geworden, dass meine Hose verschmutzt ist. Und ich konnte mir gar nicht erklären, wieso und warum. Das war für mich damals ganz schlimm. Und halt dann auch, weil ich dann erst einmal habe eine Binde kaufen müssen. Und da musste ich dann hin, bei uns war ein großes Kaufhaus im Ort, auf dem Dorf war ein Kaufhaus. Und da wurde die Binde verkauft und jetzt bin ich dann zum Mann gekommen, zum älteren Mann. Ich fand es ganz furchtbar, ihm das jetzt zu sagen müssen, ich brauche Binde. Und dann hat er mich auch noch gefragt, in welche Größe muss die Sache für mich. Also es war ganz, ich fand es ganz, ganz arg. Thank you.
ein Traum? Und meine Mutter hatte auch ein neues seit Kleid. 10 Jahren, dass man viel oder zunächst mal hat mich das gar nicht so interessiert, weil ich ja so mit meinem Traumkleid. Meinetwegen vor 20 Jahren war das meine ganz Mutter hatte auch ein neues Kleid, aber es war dunkel. Und jetzt bin ich halt 20 Jahre älter. Und eine Freundin sagt, naja, wir kommen jetzt langsam in diese nächste Generation. Das heißt auch, dass man sich da immer anders mit beschäftigen kann. Also sehr theoretisch beschäftige ich mich immer wieder. Ne? Aber ob diese Theorie wirklich dann so mit mir ganz in Verbindung ist, da bin ich noch am Arbeiten. Mit dem Würdevoll und was du praktiziert hast, auch über andere. Sie sah wirklich ganz anders aus und ich habe sie da tanzen sehen und ich glaube, zum ersten Mal ist mir klar geworden, meine Mutter ist eine Frau und ich bin ein Mädchen. Es hat so ein ganz kleines bisschen die Freude an dem Prinzessinnenkleid weggenommen, weil ich gespürt habe, mir fehlt noch was. Ich bin nicht sie. Und sie ist eine Frau. Und sie ist nicht nur eine Mutter, sie ist auch was ganz Eigenes. Sie tanzt da. Und es war so, dass Kinder damals auch nachts aus dem Mix auf der Tanzfläche verloren hatten. Das war wirklich der große Sinn. Das heißt, ich saß mit meinem Prinzessinnenkleid, ich schon Frau und ich bin ein Mädchen. Sollten wir ins Krankenhaus, damit sie keinen Schlaganfall kriegt. Und ja, ich bin mit ihr rein und sie hat aber nur Schlaganfälle gekriegt. Und ich konnte ihr einfach nicht helfen. Also das war ein bisschen tragisch. Aber dann eigentlich, wir hatten alle das Gefühl, sie ist noch rechtzeitig gegangen. Also sie durfte gehen, bevor es ganz, ganz schlimm ging. Also bevor sie noch mehr abgebaut hätte. Gewünscht habe ich mir auch so. Also es war schon schwierig genug, wie sie, aber wie die Mutter so abwendig. Und sie ist also eingeschlafen. Wir sind echt um so heiß 12 gegangen aus dem Krankenhaus. Also sie war das 5 und 2 Stunden später bis ich auf 4 und meine Geschwister. Das war auch noch ein bisschen Angst. Dann fragen die, ob ich die Tochter bin. Und ich sage ja. Und dann sagen sie, ihre Mutter ist eingeschlafen. Und ich habe gesagt, ach, wie schön. Ja, dann haben die gesagt, haben sie gehört, ihre Mutter ist gestorben. Ne? Also wir haben gedacht, ach, Gott sei Dank.